Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Medieval 2 Conquer the World. Ja, wir haben hier zwei Städte, die belagert werden von anderen Völkern und wir müssen die natürlich abwehren und wir haben noch weitere Probleme. Erstens, hier unten, ich kann den Alexander nicht abziehen. Ich könnte den hier oben hin tun. Kann ich aber momentan leider nicht machen. Hier habe ich eine Armee. Da kann ich eigentlich noch eins runter machen und dann so. Das ist gut. Und hier gehe ich hier nach oben und ziehe die wieder ab. Weil ich hoffe, dass die da oben uns vorübergehend in Ruhe lassen. Ja, dann müssen wir hier schauen, dass wir hier noch ein bisschen ausbilden. Haben wir noch Geld? Ja, das bringt's nicht. Hier eine Ortswache. Nee. Wir lassen das. Wir schauen noch mal, ob wir irgendwas zum Verbessern haben. Eine Ratskammer machen wir hier. Dann können wir nämlich aber nichts mehr andersorts machen. Hier könnten wir noch Märkte bauen oder so, aber die sind sehr teuer, also vor allem die Hauptstraßen. Geben aber dann mehr Geld. Ich hoffe nur, dass die nicht angreifen, die Mamelucken. Sie haben zwar schlechte Truppen, aber nerven halt ein bisschen herum. Dann. Bei dem muss ich schauen, also er wird langsam alt. Ich hoffe, Alexander wird nicht alt. Nicht so alt, der ist 33, der ist jünger, okay. Das ist gut. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir einfach Leute ausbilden können, also nicht so viele Truppen. Dorthin tun. Also ohne Hauptmänner Krieg führen und so weiter. Also ich hoffe, das ist die letzte, den große Gruppe von denen. Da könnte ich mal mit wenigen Einheiten dort hochgehen. Ich brauche eben einen Spion dort. Ich mache den mal hier hin und dann mache ich ihn hier hoch. So, der Spion ist das. Gut, ja, dann mal weiter. Okay, der konnte noch einen ermorden. Sehr schön. Aha, jetzt machen sie Waffenstillstand, aber nicht mehr lange. Freudig erregt. Er wurde erregt. Ja, das ist natürlich schlecht, wenn die jetzt angreifen. Wir schaffen es trotzdem. Ja, das Spiel wurde extra so ein bisschen unfair gemacht mit den vielen Truppen, die angreifen und so. Also, dass die Länder viel mehr Truppen ausheben können als wir. Dass die irgendwie wie keinen Unterhalt haben und wenig Rekrutierungskosten. Aber eben, das macht das Spiel nicht herausfordernder oder sonst irgendwas, sondern einfach ein bisschen mehr nervender. So. Also für mich ist das kein Geschmack. Für irgendwelche Profi-Strategen vielleicht. Aber was bringt das denen? So. Kann man die eigentlich auch längs weg? Das wird doch gut. Ja, egal. Kommt einfach hier hin. So, ich hoffe, dass die nicht gut treffen. Es ist nämlich nicht gut, wenn die Mongolen haben. Aber irgendwie machen sie nichts.
Machen lieber eins auf irgendwas Komisches. Vorwärts, hopp. Die haben irgendwie Angst. Leider können die Gegner gar nicht fliehen. Schlecht geschossen. Okay, das ist nicht so gut, wenn die getroffen werden. Autsch. Wie viel waren das? Kann man die eigentlich irgendwie machen, dass die die angreifen? Oder gehen die da raus? Ach Menno, geht mal weg. Können die nicht angreifen? Und wenn die angreifen? Komm, mach mal irgendwas. Also die greifen schon mal an. Und die da drüben wollen einfach nicht angreifen. So, jetzt greift die mal die Dinger an. Und das geht, geht auch nicht. Die da. Und wenn die auch da drüber geht, greift sie an. Ach komm schon. Dann geht ihr mal raus. Oder wartet noch, bis die fertig angegriffen haben hier. Sind nicht mehr viel. Greift mal bitte ohne Feuer an. Ich glaube, die haben keine Munition mehr, oder? Doch. Noch ein bisschen Munition haben sie. Jetzt greifen sie an. Greift sie an. So, langsam machen. Genau. Jetzt. Die einen gehen hier hoch, die gehen runter. Die anderen gehen hier hin. Oder die gehen hoch, genau. Und die weiterhin angreifen. Los. Ah, geht doch runter! Ihr da müsst runtergehen. Runter! Wisst ihr, was runter heißt? Ah, oh, seid ihr lang. Ja, okay, dann sterbt ihr halt. Ah, oh, Dummheit tut weh. Es ist wahrscheinlich zu langsam. Und ihr da müsst hoch, hallo! Geht hoch, ihr da. Ah, oh, ich hasse Palax. Nein, runter. Ihr geht runter. Ah, oh, jetzt verlieren wir wieder viel. Ich hasse die KI langsam. Ich bekomme Wut darauf, wie schlecht die designt wurde. Einfach mal so. Geht jetzt hoch. Die Reiter hier unten sind genug stark, um die abzuhalten. So, angreifen bitte.
Haha! Und die haben keine Chance hier oben. Ist nicht so gut, wenn ihr hier bleibt. Geht noch ein bisschen noch weiter hinten. So. Okay, ein Pferd ist irgendwo gestorben. Ihr müsst hier hin. Greift sie an. Die kommen hier nicht durch. Die sterben hier alle. Sehr schön. Dann geht ihr mal runter, bitte. So, einer ist tot. Sehr schön. Jetzt kommen die Reiter. Ihr bleibt aber noch hier. Was sind die? Die sind irgendwo hier. Ah ja, jetzt kommen sie raus. Lol. So, jetzt die Reiter. Hopp, hopp, hopp. Das gibt Verquetschte. Haha, das geht Matsch. Ich sehe keine Ding. Das wird ein Sieg. Alle hauen ab. So, jetzt. Achtundvierzig. Das sind nur ein paar Einheiten, die extrem halt kämpfen, weil sie in Unterzahl sind und Todes... Ja, wie sagt man dem? Die Todesrange. Die da, die muss ich angreifen. Oh, werden die zerschossen. So, jetzt. Greift nicht an, ihr greift nicht an. So. Jetzt gibt es Matsch. Geht doch, hey.
schon gedacht, ich verliere den die Schlacht, weil die durchraschen. Aber jetzt ist ja gut, also. Ja, wäre nicht gut, wenn die ganz durchgekommen wären, weil dann hätte ich die Bogenschützen noch ein bisschen verloren und alles mögliche. Greift doch an. Die greifen den noch an. Okay, der hat überlebt. Ist mir egal. Die werden nämlich zerrüttet. Die bekommt der Feind nicht mehr zurück. Oh, das hat weh getan. Ja, das hat sehr weh getan. 3 auf einmal niedergeritten. Sehr schön. So, jetzt der da. Und die macht die da hinten. Oh, greift sie doch an. Ihr seid so blöd. Ja, genau. So. Nur noch den da. Den wir nicht erwischen. Doch, wir erwischen ihn noch. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir dort hinten noch ein paar. Die Pferdchen bekommen sicher ein oder zwei Abzeichen, also haben bekommen oder so. Aber leider sind halt viel gestorben, aber das ist halt eine Taktik, die Kamikaze eher heißt. Ja, angreifen. Wisst ihr, was angreifen heißt? Oh Gottchen. Kann ich eigentlich eins lassen. So. Schöne Stadt. Bisschen klein noch, aber nett anzusehen. Heroistischer Sieg. Ja, 2-2. Gut. Immerhin. Jetzt kann man die wieder ein bisschen aufpäppeln und so weiter. Und jetzt greifen die dort an. Dummheit gebührt denen wahrscheinlich sehr. Nein, jetzt müsst ihr nicht kommen mit diesen Kaufmännern hier. Ich werde euch alle umbringen lassen. Fertig. Nicht normal. Also bitte. Was ist mit der Aggressivität los? Die wollen alle hier Kaufmänner. Wie viele Kaufmänner bringen die da nach oben? Jetzt haben sie gemerkt, dass wir irgendwas Gutes haben. Jetzt müssen sie alle kommen. Okay. Damaskus wächst, super. 10.000. 8.100. Nee, nee. Das bauen wir jetzt noch nicht aus. Ein Bordell hier. Dann das Rathaus. Nein. Ja, ist der. Okay, so herum. Also, jetzt haben wir hier den Spion. Und der Kaufmann geht mal hier runter. In Manzikert haben wir einen Diplomaten. So. In Tripoli ist ein Kaufmann. Der geht jetzt hier zu den Kamelen. Der Kaufmann, der Diplomat, der muss ungefähr hier hin.
B4. Und jetzt gehen wir mit dem Spion ja mal nach dort oben, schauen, was die für Probleme haben. Und mit dem Ding greifen wir jetzt an. Sehr schön. Diese Kaufmänner, die muss ich verfolgen. Die muss ich sehen dann. So. Ich muss alle töten nacheinander. Das geht mal gar nicht. Was machen die? Die bilden alles neue Kaufmänner aus. Die machen einen Kaufmann raus. Gott, oh Gott, Krieg der Kaufmänner. Ich glaube, die haben ein wenig Geld. So, der da unten kann auch mal ein bisschen. So, dann müssen wir eigentlich nicht mehr so hier die Truppen nehmen. Dann lassen wir die mal hier, die Schiffe, und diese Schiffe laden wir hier aus, um ein bisschen mehr Truppen hier zu stationieren. Einer, der kommt mit. Noch einer. So. Und die kommt noch mit. Ihr müsst hier noch ein paar Städte besetzen. Hier haben wir ein, ja, Antiochia muss eine mal besetzen. Gut. Eben, das haben wir alles. Und jetzt haben wir hier Erfahrene. Ja. Die sind echt erfahren worden, der nicht. Der ist leicht betrügerisch. Minus 1 Finanzen, geht's noch. Hier oben haben wir noch einen Attentäter, der da. Den können wir mal einfach mal ins gegnerische Reich hinbuxieren, hier nach oben. So, nochmals überspeichern. Und jetzt, ja, ich weiß es nicht. Ich habe den Spion noch nicht, ob ich mich hier irgendwo herunterwagen soll. Hierhin oder so. Ich kenne es nicht. Da müssen wir schauen. Der Spion bleibt ja immer hier. Der da oben auch. Die haben gemerkt, dass wir einfach immer jede Schlacht gewinnen oder wegspeichern. Auch eben, weil ich das auch nicht so will, mache ich es auch nicht mehr so oft. Aber eben, um Familienmitglieder zu schützen. Ja, und das ist ja ein Spiel, da kann man schon ein bisschen unfair sein. Okay, ja, unsere älteren, also gleichalten Söhne. Gott, oh Gott. Ja, irgendwie wird der Stammbaum schrecklich aussehen bald. Also sieht jetzt eigentlich schon schrecklich aus. Alle Seiten. Oh, Frankreich verliert ein paar. Frankreich ist wieder gut geworden. Okay. Im Militär haben sie verloren. Und irgendwelch ein Reich hier hat mehr Truppen. Heiliges Römische Reich hat viel verloren, hat aber jetzt wieder mehr Truppen. Produktion, nö. Gebiete. Haben wir zweitmeisten jetzt? Wo ist unser Reich? Da. Wir haben am zweitmeisten Gebiete jetzt.
Mit wie viel? Mit 13 Gebieten. Okay, Frankreich hat verloren ein paar. Die haben ungefähr 2 verloren. Wie steht es eigentlich mit den Dingen? Azteken, nö. Ich meine, Apachen hier. Eigentlich recht neutral, okay. Gut, ja, jetzt haben wir nur noch 2 Feinde. Und können eigentlich die nächste Ding machen. Die nächste Runde. Wir werden belagert. Verteidigt die Mauern mit eurem Leben. Oh Gottchen. Wer ist hier gestorben? Das ist nicht gut, Herr. Unsere Feinde belagern uns. Mein Sultan schickt mich mit Kunden. Handelsrechte. Sehr verlässlich. Ruf verachtenswert. Okay. Es hilft ja auch uns. Was machen jetzt die Kaufmänner hier? Einfach mal an. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Wir werden sie ehrenhaft bekämpfen. Wirklich ehrenhaft sicher. Müssen wir uns so verstecken, Herr? Jalla! Mein Soldat. Gottchen, Gottchen. Neues, also wir haben nichts verloren. In Trapezunt haben wir jetzt einen Diplomat. So. Reparatur. Und die tun wir jetzt hier hin. Tripolis haben wir jetzt den Spion, genau. Den wollte ich. Also, dann schauen wir mal, wo wir hier noch ein paar Dinge hin tun können. Paar Ländchen einnehmen können. Herausragende Beziehung. So, jetzt fertig. Die haben schlechte Truppen. Treffen wir einfach frontal an. So. Die haben keine Chance. Kommt ihr hier hin? Ihr kommt hier hin. Was ist denn das für eine Aufstellung? Also geht mal raus. Und ihr bleibt hier. Ah, die haben keine Chance. Es greifen einzelne Leute an. Geht mal weg hier.
Was sind das für Typen? Ah, Musketenschützen. Die sind so schwach. Einen haben sie getötet. Oder zwei bisher. Greift mal die an. Und ihr greift die in der Mitte an. Eigentlich sind das ja mega schwache Einheiten. Frontalangriff. Das sind Armbrustschützen. Oh Gottchen. Greift jetzt alle hier an. So, jetzt. So, jetzt gibt es Matsch. Ja, die haben keine Chance. Ich weiß nicht, was die machen sollen. Greift sie mal so an. So, hier gibt es schon mal Matsch. So richtig viel. Nein, nicht du angreifen. Der darf nicht angegriffen werden. Geht mal weg. So, jetzt können wir wieder angreifen. Das ist nicht so gut, wenn die so angreifen. Geht mal weg. Und greift die dort hinten an. Das ist nicht so gut. Ich weiß nicht. Greift die an. Halt die mal ab. Die kommen mit, so. Da sieht man gar nicht die grünen Ringe, nur hier oben ein bisschen. So, der gegnerische Ding ist tot. Der General, der Gegner ist tot. Ja, wir haben ganz viele eigene Truppen getroffen. Oh Gottchen. Ah, oh, sehr schön. Also, dann haut ihr ab. Und ihr geht auf sie zu. So, jetzt. Diese wertlosen Bauern, das ist super. Greift lieber so an.
So, Delle. Dort hinten sind noch welche, die irgendwie nicht verfolgt werden. Ach komm, lassen wir es. Lassen wir die fliehen. Hinterher. Super Kampf. Einfach wegen der Steuerung halt ein bisschen qualvoll. Und wir haben meist, die meisten Einheiten haben wir wahrscheinlich erledigt von uns. Oh, seid ihr verletzt hier? Die sind müde. Hopp, hopp, Gas, Galopp. Galopp, galopp, galopp. Schöne Truppen. Ich mag die, vor allem die roten hier. Aber die Dinge, Lederpanzer sind auch nicht schlecht. Die sind ein bisschen detaillos. Aber nicht schlecht. Ich mag die Grafik. Die hat noch keine großen Effekte. Hier ein bisschen Überbeleuchtung und so. Ich mag sowieso Grafik lieber, die nicht so viel Effektzeugs haben. So Nebelzeugs, also so, wie sagt man dem, Gischt und, also, ja. In der Wüste halt dieses Flimmern und bisschen Rauch und so, mag ich nicht so. Also wenn das Rauch, wenn der Rauch oder ihr Nebel oder was das ist, einfach so ein bisschen, mag ich nicht so. Schon wieder heroistischer Sieg. Ich mache nur heroistische Siege. Oh mein Gott. Jetzt habe ich ganz viele Kreuzchen. Aber die sieht man nicht. Hier hätte ich zwei Kreuzchen. Die sieht man einfach nicht, klar, schade. Ja, soll ich die jetzt hier ermorden lassen? Dann mache ich zuerst den hier. So. Ihr könnt alles machen, nur in meinem Reich nicht den Kaufmann-Zeugs machen. So, jetzt habe ich auch viel mehr Geld irgendwie. Gut. Wie viel kostet eine Fortbildung eigentlich? 28, ja, das ist so wenig. Machen wir das. Und jetzt ein mongolischer Diplomat kommt uns besuchen. Das ist doch mal nett. Jetzt müssen wir schauen, dass wir hier unten verteidigen können, sonst müssen wir die Truppen von hier oben nehmen. Ja. Der muss hier reingehen. So, der haben wir bewegt. Und jetzt. Da ist auch eine berühmte Schlacht. Haben wir auch berühmt geschafft. Jetzt haben wir schon 4 oder 5 solche Kreuze. Eine ist ja hier, da. Zwei hier sind hier unten, die sieht man eben nicht. Das ist schade. Einer ist hier. Okay. Ja, leider macht Ding nicht mehr so viel.
ob ich jemanden aufsuche. Ich könnte mal schauen, ob sie jetzt wollen. Waffenstillstand. Okay. Ein Versuch, was wäre. Nein, ich möchte schauen, ob hier unten noch was ist. Ich habe leider den Spion hier nicht mehr. Dieser Diplomat kann mal hier hoch. Und dieser Spion. Ja, ich will schon schauen, was da oben ist, aber ich gehe mal hier rüber. Und hier kommen noch mehr Truppen. Ich weiß nicht, ob ich die ausrotten soll. Ich will lieber mit ihnen ein bisschen spielen, habe ich das Gefühl. So und so. Ein Kaufmann. Der geht mal hier hin. So. Also dann, was ist mit den Straßen hier los? Komisches Teil. Hier haben wir einen Wachturm. Schön. Ja, ich könnte mal ein paar Wachtürme bauen, aber ja, ich habe nicht immer so viel Bock und meistens vergesse ich es halt. Aber das sieht man, die KI ist nicht schlecht beim Wachtürme setzen. Also, ja, ich könnte mal einen Wachturm hier oben setzen. Oder genau. Die können weiter rennen. So. 200. Unermüdlichen Wachposten. So. Jetzt sehen wir ein bisschen weiter. Jetzt können wir noch hier drüben einen Wachturm hinbauen. Das ist doch nett. So, also. Wenn wir schon hier sind, können wir die mal raus. Ja, nein, wir können nicht raus tun. Also die lassen wir hier, die Flotte. Die Flotte kann... Ja, das würde provozieren. Lassen wir die Flotte hier. Oder wir machen sie mal hier nach oben. Schauen wir mal. Oh, eine Rebellengroßstadt. Na sowas. Jetzt wisst ihr, was ich mache. Wir haben hier viele Truppen. Ja, mein Herr. Eure Majestät, Befehle, marschiert. Das ist doch mal gut, die einzunehmen. Erteilt mir einen Befehl. Ja, Befehle, erteilt mir einen Befehl. So, dann gehen wir das nächste Mal hier weiter. Ah, so, also die Russen haben diese Stadt verloren und die Rebellen. Wahrscheinlich haben sie zu viele Revolte gehabt oder so. Okay, wie das mit Antioch ausgeht, ja, ihr wisst schon, wie es ausgeht. Also die greifen jetzt an, aber da ich große Mauern habe, ich werde das sowieso gewinnen. Sonst ja, geht es eigentlich uns wieder besser und gut. Also es war uns nie schlecht oder so. Aber ja, wir wollen ja alles erobern und dazu brauchen wir halt ein bisschen bessere Sachen. Aber ja, okay, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal hoffentlich auch wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen und alles Mögliche. Und ja, schreibt ruhig ein paar Kommentare. Ich will auch ein bisschen beantworten können und so. Also, ja. Dankeschön und tschüss.